wir sind zwei Berliner Ausstellungsgestalterinnen, Architektinnen von Haus aus. Brigitte Fischer, Ausstellungsarchitektin, und ich, Celina Kress, eine von Best Projekte für Baukultur und Stadt. Gemeinsam mit meiner Kollegin und Partnerin Nicola Bröker führe ich dieses Büro, in dem wir neben der Gestaltung auch Textbearbeitung, Textgestaltung übernehmen. Ja, die Besonderheit in unserer Herangehensweise an Ausstellungen ist, dass uns historische Inhalte besonders interessieren. Wir haben auch beide, meine Partnerin Nicola Bröker und ich, eine Ausbildung auch als Kunsthistorikerinnen oder Historiker, Planungshistorikerinnen. Und wir finden es besonders spannend, wenn man über die Geschichte in neue, aktuelle Inhalte einsteigen kann und diese dann eben räumlich und gestalterisch umsetzen kann. Ja, dieses Thema jüdisch, preußisch oder was ist natürlich auch für Berliner Historikerinnen und Ausstellungsgestalterinnen erstmal auf Anhieb ein Teaser sozusagen. Also das hat uns natürlich sofort irgendwie angesprochen und auch zugleich mit einem Fragezeichen. Nicht nur das Fragezeichen in dem Ausstellungstitel, sondern auch für uns die Frage Minden, Preußen, ist das, wie geht das zusammen? Und dann auch noch jüdisch. Also auch alles drei Themen, die natürlich auch zentral in Berlin eine Rolle spielen, aber dass die jetzt in Minden diskutiert werden, das war auf jeden Fall außergewöhnlich und hat uns neugierig gemacht. Ja, wir haben versucht, auf das, was uns da in der Ausschreibung entgegengebracht wurde, ganz genau zu reagieren. Und das war ja nicht ein bildliches Exponat direkt, sondern das waren vor allen Dingen erstmal 10 Verben, die da zur Interpretation gestellt worden sind. Also hoffen, spotten, ankommen, streiten, beten. Eine ganze Reihe solcher Verben, die direkt in Verbindung mit den 10 zur Verfügung gestellten Räumen zu stellen waren. Davon sind wir ausgegangen und wir haben uns überlegt, wie können wir die Unterschiedlichkeit von solchen Verben in ein Gestaltungsmittel übersetzen. Dadurch sind wir auf die Farbe gekommen. Farbe ist erstmal, bietet ein ganzes Spektrum. Da können wir ein Spektrum von Gelb über Rot, Blau, Grün, Lila, Orange, können wir einmal einen Kreis bilden und können dann daraus wieder Segmente ausschneiden. Dieses Thema haben wir dann versucht, eben räumlich mit den gegebenen Räumen und diesen Verben in ein spannungsvolles Verhältnis zu setzen. Ja, wir haben Stühle. Wir wollen diese Ausstellung mit Stühlen beleben, und zwar mit Stühlen unterschiedlichster Art, Herkunft und Ausgestaltung. Stühle, die aus dem Leben gegriffen sind sozusagen, die in ihrer Individualität aus irgendwelchen praktischen Zusammenhängen herausgerissen werden und vereinheitlicht werden. Vereinheitlicht nämlich auch wieder durch eine Farbe, durch eine Nichtfarbe, durch Weiß. Wir entindividualisieren diese ganz individuellen Stühle sozusagen. Es bleibt ihnen ihre besondere Form, aber sie erhalten alle dieselbe Nichtfarbe, Weiß, und sind insofern dann für den Ausstellungsbesucher ein praktischer Begleiter, eine praktische Begleiterin, die es ermöglicht, durch die Ausstellung zu wandern und, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber mit diesen Stühlen irgendwie wieder neu Farbe zu bekennen oder Farbe anzunehmen.